Nun zu meiner Rede. Jetzt könnte man vielleicht die Stoppuhr nehmen. Nochmals, meine Damen und Herren, Roland Ulbrich zur Person, evangelisch, verheiratet, Unterzeichner der Erfurter Resolution, Landessprecher der Patriotischen Plattform, Bundessprecher der Freiheitlich-Patriotischen Alternative, die er eben erwähnt wurde. Auf Platz 1 kann es nur einen geben, und das darf keinesfalls jemand sein, der die Partei spaltet. Deshalb kann es nicht Frau Dr. Petri sein. Daher trete ich heute an. Frau Dr. Petri, folgende Punkte zeigen Ihr Führungsversagen. Ich zitiere Sie, Frau Dr. Petri. Politische Probleme müssen politisch und nicht juristisch gelöst werden. Der AfD-Landesverband Saar wurde wegen Stammtischkontakten zu angeblichen Rechtsradikalen zwangsaufgelöst. Ich frage Sie, Frau Dr. Petri, hat der Bundesvorstand die dortigen Parteifreunde auf seine Erkenntnisse hingewiesen oder handelte es sich vielmehr um einen überraschenden Schlag, um Kritiker mundtot zu machen? Frau Dr. Petri, Sie haben nach Ihrer Niederlage vor dem Bundesschiedsgericht die Versöhnung mit den Freunden von der Saar gesucht oder forderten Sie sie gar auf, an der heute stattfindenden Landtagswahl nicht teilzunehmen? Thema Pegida-Redeverbot. Weil Ihnen ein Ihnen unliebsamer Parteifreund bei Pegida gesprochen hat, verkängte der Bundesvorstand ein Redeverbot. Das wurde durch das Bundesschiedsgericht aufgehoben, wobei ich die Ehre hatte, die Antragsteller in diesem Verfahren zu vertreten. Frau Dr. Petri, haben Sie jemals die Frage, reden bei Pegida einen Dialog gesucht? Nein, Sie können nur mit Verboten arbeiten und das zeigt Ihr fehlendes Demokratieverständnis. Parteiausschlussverfahren Björn Höcke. Frau Dr. Petri, meinen Sie ernsthaft, die falsche Schwerpunktsetzung in einer Rede sei ein Parteiausschlussgrund? Glauben Sie wirklich, Björn Höcke hätte mit seinem geschichtspolitischen Ausflug zum Thema Schuldkult nach dem Zweiten Weltkrieg etwas Unwesentliches angesprochen? Dieser von Ihnen unterschätzte Schuldkomplex macht aber die grundlegenden Krisen in unserem Land erst möglich. Mit dem ständigen Hinweis auf die historische Schuld wird Deutschland wehrlos gemacht. Und Sie, Frau Dr. Petri, spielen dabei aktiv mit. Sie schließen sich den Angriffen des Systems gegen unseren Parteifreund Höcke an. Allerdings nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus rein karrieristischen Erwägungen, um einen innerparteilichen Konkurrenten auszuschalten. Dafür riskieren Sie sogar die Spaltung unserer Partei. In Ihrer Rede von Cotta, eben angesprochen, sprechen Sie an, Sie strebten für die AfD bei der Bundestagswahl nur 7% an. Unsere Partei habe nicht genügend qualifiziertes Personal. Wie bitte? Sie meinen, die von Ihnen geführte Partei habe nicht genügend kompetentes Personal? Das ist eine Unverschämtheit gegenüber den vielen engagierten und fähigen Mitstreitern in unserer Partei. Aber den wahren Grund verschweigen Sie uns, Frau Dr. Petri. Auf den weniger aussichtsreichen Plätzen für die Bundestagswahl befinden sich unabhängige Geister, die es wagen, gar Kritik an Ihnen zu üben. Ich warne vor dieser Art der Herrschaftssicherung. Ermittlungsverfahren wegen Meineids. Frau Dr. Petri, sehen Sie nicht, dass das System durch Verschleppung des Verfahrens unserer AfD den größtmöglichen Schaden zufügen will? Wir sollen im Vorfeld der Bundestagswahl brutalstmöglich getroffen werden. Aufhebung der Immunität, Anklage, Eröffnung des Hauptverfahrens und gegebenenfalls Anberaumung von Hauptverhandlungsterminen werden uns im Bundestagswahlkampf empfindlich treffen. Unabhängig von der Unschuldsvermutung frage ich Sie, Frau Dr. Petri, würde es nicht die Loyalität gegenüber der Partei gebieten, auf eine Kandidatur für den Bundestag zu verzichten? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte Sie trotzdem, Ruhe zu bewahren. Und ich bitte dich, lieber Roland, endlich mit der Vorstellung deiner Person und deines Programmes zu beginnen. Aber du triffst mich jetzt sehr schön. Wofür stehe ich? Du triffst mich am richtigen Punkt. Die AfD hat die historische Möglichkeit, Deutschland aus der Krise zu führen. Noch ist es nicht zu spät. Aber wir sind gerade
dabei, diese einmalige Chance zu verspielen? Was müssen wir tun, um die AfD für die großen Aufgaben fit zu machen? Erstens, den Einfluss von wankelmütigen Systemanhängern eindämmen, die Atlantiker zurückdrängen und die patriotischen Kräfte stärken. Nur ein gesunder Patriotismus kann die Probleme unseres Landes lösen. Zweitens, eine glaubwürdige Alternative sind wir nur durch harte Oppositionsarbeit. Die Tagträumereien von Minderheitsbeteiligung an Regierungen müssen aufhören. AfD-Regierungen können nur Mehrheitsregierungen sein. Durchhalten in kompromissloser Opposition heißt, den Widerstand des Volkes zu stärken. Drittens, die Bundes- und Landesvorstände müssen schneller und härter auf die desaströse Regierungspolitik reagieren, dürfen keine Rücksicht auf politische Korrektheit nehmen und müssen aufhören, sich für jeden richtigen Vorstoß im Nachhinein zu entschuldigen. Taktieren schadet unserer Glaubwürdigkeit und verunsichert Mitglieder und Wähler. Nur eine AfD im ständigen Angriffsmodus hat die Chance auf reale Veränderungen, gemäß dem Motto der demokratischen Revolution von 1848. Auf zum Streite, ihr Demokraten. Oder wie wir sagen, Mut zur Wahrheit, den man hier offenbar nicht ertragen kann, mit dem vom Flügel eingeforderten Prinzip, geht aufrecht für unser deutsches Vaterland. Werter Herr Anwalt, bitte erklären Sie uns, was Sie mit diesem Quatsch bezwecken. Was Sie machen, ist ein klares, parteischädigendes Verhalten. Ein einziger Griff voll ins Klo der Republikanerfalle. Wenn Sie wirklich meinen, dass Sie hier etwas kleinen Teil gut bezwecken wollen, dann wäre es doch wirklich sicher besser, und das ist die Frage, wenn Sie ganz leise und stetig in der dritten Reihe im Hintergrund arbeiten und sich nicht hier mit einer Wortwahl 1:1 wie aus den deutschen Wochenschauen vom September 44 in den Vordergrund stellen wollen. Nun meine Frage an Sie. Haben Sie mit Ihrer Rede beabsichtigt, selbst dafür die Begründung zu liefern, dass Sie auf keinen Fall Spitzenkandidat dieser Partei werden dürfen? Herr Dr. Schumacher. Wissen Sie... Halt, stopp. Bitte nochmal. Um Ruhe bitte ich an der Stelle, dass wir es auch wirklich verstehen. Bitte. Wissen Sie, nächste Woche Samstag hätte ich das vielleicht nur amüsant gefunden, weil da ist ja erst April. Ich dachte ernsthaft, die haben sich im Kalender vertan, weil bei so einer Witzfigur, weil das ist, sie schaden dieser Partei mehr als der politische Gegner. Und deswegen wäre meine Frage, ist, wie kann ich die Frage formulieren, haben Sie sich im Kalender vertan und dachten, heute wäre der 1. April, weil anders kann ich das nicht sehen, weil von Altersweisheit ist bei Ihnen keine Spur. Auf geistigem Niveau von unter meinem Alter.